Kalifornien und besonders die alte Traumstadt vieler Amerikaner und Topstars, Palm Springs, ist eigentlich die ideale Kulisse für ein Luxusmodell. Hier stehen die berühmten Villen, die in den 50ern für die Stars wie Sinatra gebaut und neue architektonische Maßstäbe setzten. Und hier soll auch der neue BMW M760 neue Maßstäbe für das Luxussegment setzen. Kann er das? Der 7er BMW der neuesten Generation hat dabei schon zwei Hürden zu überwinden. Denn erstens ist er als Business-Limousine konzipiert und soll dann zum Sportler werden. Das kann der Panamera von Porsche schon genetisch besser, denn er ist als Sportler geboren. Und zweitens, in der Geschichte der 7er Modelle ist er sicher der unscheinbare, ja fast belanglose. Würde nicht BMW draufstehen, dann würden... Ach, lassen wir das. So, nun will also BMW beweisen, dass auch ein mindestens 2,3 Tonnen schweres, 5,25 Meter langes Auto sich beim Fahren so richtig leichtfüßig anfühlen kann. Ob Palm Springs allerdings dafür der ideale Ort ist, um dazu auch noch schöne Bilder zu produzieren, sei dahingestellt. Es sei auch dahingestellt, ob ein Auto und eine teure Luxuslimousine sowieso in einer Mattlackierung daherkommen muss. Wer also mag, soll damit glücklich werden. Allerdings haben mattlackierte Fahrzeuge schon im Verkaufsraum den gebraucht und ungepflegt Look. In der staubigen kalifornischen Wüste am Joshua Tree National Park wird dieser Eindruck noch einmal untermauert und nimmt dem Wagen leider jede visuelle Wertigkeit. Aber wie gesagt, wer es denn mag? Die Werte sind auf dem Papier beeindruckend. Mit 800 Newtonmetern Drehmoment und 610 PS ist der BMW zumindest auf langen, geraden Strecken sehr beeindruckend. Und der Allradantrieb sorgt für genug Traktion. Innen bleibt der BMW M760 Li X-Drive natürlich der BMW-Designlinie treu. BMW will anders sein und modern, wobei die Mitbewerber sich eher am klassischen Limousinengeschmack der Klientel orientieren. Die Verarbeitung ist exzellent, auf dem Lenkrad prangt das M-Symbol für Sportlichkeit, ganz für den Fall, dass der Fahrzeuglenker es gerade trotz des auf Krawall gebürsteten Motorsounds vergessen hat. Die Bestuhlung ist Standard in dieser Klasse. Ebenfalls die Ottomane, die auch Lexus und Mercedes seit Jahrzehnten anbieten. Bentley und Rolls-Royce ja sowieso. Nappa-Ledersitze mit Memory-Funktion, Edelholz-Interieurleisten, Hochflor-Fußmatten und ein mit Alcantara bespannter Dachhimmel schaffen die angemessene Atmosphäre. Aber auch viele kleine Details können begeistern. So ist das Infotainment und die Konnektivität selbstverständlich auf der Höhe der Zeit. Das Panoramadach kann auf Knopfdruck abgedunkelt werden und ist zur Erhöhung der Stabilität zweigeteilt. Warum also präsentiert BMW den neuen M760 Li X-Drive in Palm Springs? Die Antwort lautet, dass BMW in Palm Springs eine neue Driving Academy, BMWs dritte US-Fahrschule, für gehobene Ansprüche eröffnet hat. Der eng abgesteckte Kurs am Rande der Wüstenstadt wirkt allerdings für den Wagen etwas zu eng. Für das große und schwere Auto wäre eine andere Rennstrecke optimaler gewesen. So viel zum Thema Wendigkeit, wenn ein Hersteller sie dann demonstrieren will. Allerdings ist der BMW M760 auch auf der Piste zu Hause, wenn er nicht im direkten Vergleich mit einem Sportwagen antreten muss. Das Einlenken ist mühelos und das Fahrverhalten weitgehend neutral. Allerdings wird auch alles heruntergeregelt, sodass die volle Leistung nie zu den Rädern geschickt wird.
Auch wenn BMW erklärt, der M760 biete die beste Fahrdynamik seiner Klasse, so stellt sich doch die Frage, wer geht schon mit einem 7er BMW mit langem Radstand auf die Rennstrecke? Betrachtet der Kunde den Basispreis von 166.900 Euro, so stellt er sich sicher die Frage, was er dafür bei einem anderen Hersteller bekommt. Zumal der BMW M760 auch kein Kostverächter ist. Sogleich kommt dem Automobilisten der Porsche Panamera Turbo Hybrid mit 600 PS in den Sinn, der gleich einmal als Sportwagen konzipiert wurde. Oder er gönnt sich eine normale Limousine und für den wochenendlichen Ausritt einen echten Sportwagen. Mehr zur Sportlimousine des 7ers weiß der brasilianische BMW DTM-Pilot Augusto Farfus. Als Rennfahrer bin ich ein großer Fan des V12-Motors mit viel Drehmoment und viel Kraft. Aber die Kombination macht es aus. Das Auto passt für viele verschiedene Kunden. Es ist für mich sehr schwer, ein einziges Feature hervorzuheben. Es ist verrückt, denn von außen sieht man ein großes Auto mit langem Radstand und die Vermutung liegt dann nahe, dass es niemals auf eine Rennstrecke gehören würde. Doch dann fährt man aus und findet ein sehr agiles Fahrzeug vor, mit elektronischer Unterstützung. Und das Auto ist so handlich. Und so muss ich sagen, dass BMW ein hervorragendes Fahrzeug gelungen ist. Es ist perfekt zum Cruisen. Mit dem V12 ist immer genug Leistung und Drehmoment vorhanden, sodass kaum geschaltet werden muss. Der Wagen beschleunigt sehr gut. Er hat genug Raum für die Einkaufstour der Ehegattin und genug Power für die Rennstrecke. Aber was will Farfus auch sagen über die Produkte seines Arbeitgebers? Der Erstkontakt mit dem BMW M760 beginnt nicht mit dem Blick von innen, sondern von außen. Da prägen das M-Aerodynamik-Paket mit extrem vergrößerten Lufteinlässen in der Frontschürze und die 20-Zoll-Räder mit Doppelspeichen das Bild, ebenso wie die seitlichen M-Schriftzüge, das V12-Emblem und die neue M-Sport-Abgasanlage mit Doppelrohrblenden. Die Mattlackierung entspricht dem rustikalen Zeitgeist. Ob er aber der typischen Matt-Lack-Power-Tief-Breit-Zielgruppe auffällig genug ist? Wer eher edel und schick mit den gleichen Werten unterwegs sein will, findet das im BMW M760 Li X-Drive V12 Excellence. Äußerlich zeigt er mehr Chrom und verzichtet auf ein paar der sportlichen M-Akzente. Auch innen kommt die Eleganz eher zu ihrem Recht. Selbst der Auspuff hält sich etwas zurück, aber die Power bleibt. Der Tacho endet bei 260 km/h. Das Fahrgefühl ist bei beiden aber gewöhnungsbedürftig. Aber die Mehrheit wird sich ohnehin nicht daran gewöhnen wollen und gönnt dem Fahrzeug und sich selbst die Entspannung des Komfortmodus und lässt auch die Schallklappen ruheliebend geschlossen.